Schubst du mich an, Aiden? Dann halt nicht. Es macht eh keinen Spaß. Lass das ab. Hast du das gehört? Das kam von der Straße. Watschen wir mal durch den Schnee. Ich habe eigentlich da drauf auf das Ding. Schade. Mann, ich stapfe hier schnell durch. Ja. Erwischt! Au! Ich glaube, jetzt haben wir doch noch Spaß. Das musst du bereuen, Fiesling! Das! Okay, ich weiß, wir sollen hier bleiben. Los, wir spielen 5 Minuten, dann kommen wir wieder. Mama merkt das gar nicht. Na komm, auf, hoch mit dir. Hopp. Da hinten! Du könntest auch mal helfen, Aiden. Also, du bist der Beste. Na, geh durch. R2 und 1. Was als nächstes? 53,4. Hey Jody, willst du mitspielen? Komm, mach schnell, versteck dich. Du wirst sonst eingesammelt. Kommt ihr Nasen, alle auf! Voll ins Gesicht getroffen. Kommt ihr Nasen, alle auf mich! Hey, das ging daneben! Hui! Kommt ihr Nasen, damit! Okay, das war total. Hey, du kriegst mich nicht! Dummi. Los, zeig dich, Dummi! Mann, die kann sogar um die Ecke schießen. Du bist tot, kleiner Wicht! Ich hab dich! Nein, nein, lass mich gehen! Nein, nein, stopp! Nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Habt ihr das gesehen? Sie wollte mich umbringen. Hätte ich euch nicht machen dürfen. Sie ist eine Hexe. Eine fiese, doofe Hexe. Was ist hier los? Sie ist eine Hexe. Ich schwör's euch. Jody Holmes ist eine Hexe. Komm mit. Wir gehen heim. Komm mit. Geh jetzt ins Haus. Was ist los? Warum warst du auf der Straße? Du weißt, dass du das nicht allein darfst. Die anderen haben gespielt. Ich wollte nur mitmachen. Was hast du mit diesem Jungen gemacht? Philipp. Ich habe gar nichts gemacht. Aiden war es. Er wollte mich nur beschützen. Er wollte... Mir reicht's jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Jody, nein, diesmal gibt es richtig Ärger. Philipp, nee. Geh in dein Zimmer. Jetzt! Ich frage mich, was passiert wäre, wenn wir jetzt nichts gemacht hätten. Das frage ich mich die ganze Versuch Zeit. Versuch zu schlafen, Schätzchen. Morgen früh sieht alles anders aus, glaub mir.
Gute Nacht. Mami! Ich habe Angst vor den Monster, Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlaf jetzt, Süße. Anschreien, Philipp. Sie ist ein kleines Mädchen. Kleines Mädchen? Du hast gesehen, was sie kann, oder? Susan, das ist kein kleines Mädchen. Susan, das ist ein Monster. Hör sofort damit auf, so über sie zu reden. Die Dinge, die um uns passieren, sind nicht normal. Und es wird schlimmer. Herrgott, nochmal, Susan, was hält sie davon ab, uns anzugreifen? Oh, sei doch nicht albern. Susan, das Ding ist wie ein unkontrollierbares Tier. Wir haben keine Ahnung, wozu es fähig ist. Es ist ein Dämon direkt unter unserem eigenen Dach. Susan, damit ist jetzt Schluss. Und zwar jetzt sofort, bevor wir beide krank sind oder tot. Wir wollten uns um ein kleines Mädchen kümmern, Susan, aber nicht sowas. Nicht sowas. Ich kann aber nicht schlafen. Ja, das Mädchen tut mir schon halt ziemlich leid, ne? Ich meine, sie hat es ja auch nicht einfach mit Aiden. Aber ich glaube, auch Aiden hat sich wirklich einfach mit ihr halt, weil er halt an ihr gebunden ist. Habe ich zumindest so das Gefühl. Wir brauchen keine Angst zu haben, Aiden. Oder Aiden. Aiden, wir werden jetzt einschlafen und es wird uns nichts passieren. Das erinnert mich so ein bisschen an Alien. Meine Mami sagt immer, Monster gibt es nicht. Ja, auch die hat sich geirrt gehabt. Der Kondensator. Jody, wach auf. Na? Was ist los? Zieh dich an. Ich erkläre es dir auf der Fahrt. Die DPR hat ein Programm zur Erforschung der anderen Seite gestartet. Die Infrawelt nennen sie es. Sie haben einen Kondensator, eine Maschine, eine Kluft ins Jenseits öffnet. Sie haben ein Portal geöffnet? Zu Aidens Welt? Letzte Nacht ist was passiert. Existenzen kamen durch die Kluft und der Kondensator ließ sich den Tod erfahren. Alle im Gebäude wurden getötet. Keins der Rettungsteams kam zurück. Sie wollen, dass du ihnen hilfst und ich sagte ihnen, dass du ja noch ein Kind bist und es ist viel zu gefährlich. Aber sie wissen, dass nur du mit dem fertig wirst, was jenseits dieser Kluft liegt.
weiterfahren. Jody, wenn du es nicht machen willst, dann sag's. Und wir fahren zurück. Das ist okay. Ich tu's. Ich nehme schon seit 2 Stunden auf. Das ist Wahnsinn! Du kannst sie nicht da reinschicken! Was denkst du dir? Du verstehst das nicht. Sie ist die Einzige, die das beenden kann. Gibt es irgendwelche Informationen von Ben? Verzeihung, Sie können hier nicht durch. Sie kann durch. Oh, Entschuldigung. Wir nehmen seit über 2 Stunden auf. Ich kann einfach nicht aufhören. Es geht einfach nicht. Das ist ein Albtraum. Das kann ich selbst nicht wieder aufwachen. Es geht einfach nicht. Ich kann nicht aufhören. Was ist das los? Ich. Sie beheimlichen uns etwas. Dieser Star vielleicht. Niemand mehr beheimlichen. Es ist unmöglich einzudringen. Der Kondensator ist ganz unten im Gebäude. Du musst diesen Kontrollraum finden. Das ist alles, was sie mir sagen konnten. Jody. Okay. Die Existenzen um die Kluft, sie sind nicht wie Aiden. Sie sind aus den Tiefen der anderen Seite und wir wissen fast nichts über sie. Ich lebe mit einer Existenz, über die ich nichts weiß, schon seit ich geboren bin. Sorge. Ich habe nicht vor zu sterben. So. Wir gucken uns mal ganz kurz mit Aiden nicht um, weil wir sehen nur einen Ball. Okay. Also bis jetzt kann ich nicht allzu viel erkennen, was wir hier machen könnten oder tun könnten. Ich weiß es auch nicht. Wir laufen einfach mal weiter. Ich weiß nicht, wie es dir geht, Aiden. Aber ich hab Schiss. Ja. Aiden hätte wahrscheinlich mehr Schiss, weil er ja weiß, dass eigentlich seine Existenz mit ihr verbunden ist. Das heißt, stirbt sie, stirbt auch er. Und deswegen beschützt er sie auch mit allem dem, was er hat. Zumindest ist das so meine Vermutung. Rattel, rattel, rattel. Sorry, wenn ich jetzt gerade rumschwenke wie so ein besoffener Affe. Ich will mich halt hier umgucken. Okay. Das sieht komisch aus, seht ihr das? Da hinten bei den Fenstern oder Scheiben eher gesagt. Okay, hier ist sonst nichts Interessantes. Können wir auch nichts machen. Die sieht aus wie bei Hamburg oder so. Die könnten wir aufräumen hier, ne? Ja, ich weiß. Es sind viele, viele verletzt worden. Das tut mir ja auch leid, aber ein bisschen muss man doch Humor haben, auch wenn hier in der Blutspritzer sind. In meiner Lieblingsserie würde man jetzt sagen, ja, das mindert den Wert des Objektes und man kann es sich eher leisten. Okay, ich bin jetzt gerade gegen eine Scheibe gelaufen. Weil ich dachte, das würde da durchgehen. Da liegt noch was. Kann ich das aufheben? Was da liegt? Kann ich mit Aiden irgendwas davon aufnehmen? Nein. Kann ich mit dem Blut irgendwas machen bei Aiden? Nein.
Okay. Nee. Ich will nichts machen. Außer sich hier gehen, dass jetzt gerade da keiner ist. Können wir irgendwas aufnehmen? Nee. Warning. Dreh mich um. Das Spiel ist einfach zu interessant. Könnte ich die vielleicht... Ich kann wenigstens auch Danke sagen. Ich meine, immerhin... Ne, schafft man hier auch was. Wer immer drin war, dem geht's nicht mehr gut. Wie ich schon sagte, dem geht's nicht mehr gut. Herstellen, das ist nicht so einfach. Todesmutig, ich gehe mal nach unten. Aber, meine Lieben, ob wir todesmutig auch weiter sind. Na komm, wir gucken uns wenigstens noch den. Bevor ich mich verabschiede, will ich wenigstens noch den Soldaten noch angucken. Oh, er lebt sogar noch. Und nur noch mehr Tod. Da drin! Jetzt nicht mehr. Nochmal scannen oder so? Nee, kann ich nicht. Oder? Nein. So, wir erhaschen einen ganz kurzen Blick da. Okay. Will ich denn da rein? Eigentlich nicht, würde ich sagen. So, aber, meine lieben Zuschauer, ihr werdet das erst in, ja, ich würde sagen in 2 Tagen erst sehen. Ich werde es erstmal später sehen, weil ich habe jetzt ziemlich lange aufgenommen. Ich habe jetzt genug Material, würde ich sagen. Und ich mache jetzt erstmal eine kleine Pause, ruhe mich noch ein bisschen aus. Und ich würde sagen, ja, bis demnächst und man sieht sich, man liest sich, man hört sich.